Entering Death Pay. Ja. Wer grunzt mich hier an, ey? Keine Manier, diese Zombies. Solange ich hier stehe, habe ich ganz gute Karten gegen die. So, die eine Seite ist schön leer gemacht. Auf jeden Fall ist das leer gemacht. Ist. Nee, nee, nicht ganz okay. Aber egal. Ich habe jetzt genug Leben. So ein, zwei Schüsse kann ich jetzt schon verkraften, würde ich mal sagen. Okay, hier geht's nicht rein. Aber hier geht's rein, oder? Wir haben 116 Gegner. Davon sind jetzt schon über 20 weg. Das ist eigentlich ganz erfolgreich. Ich nehme jetzt mal die Schrotflinte, weil die ist schön voll und die andere Waffe nicht ganz so voll. Okay, jetzt ist die andere Waffe auch voll. Ich hätte gerne einen Rucksack, fällt mir gerade so auf. Wäre schon ziemlich cool, dann könnte ich mal die Waffe richtig voll bekommen. Müsste nicht immer so viel Munition liegen lassen. Und das fände ich schon ganz toll eigentlich doch. Aber ich habe eine Idee. Und zwar kann ich ja nachher einfach in den Anfangsraum zurückgehen, da liegt ja noch. Da liegt ja noch eine Box. Voll schon. Und wenn ich die jetzt holen gehe, dann ist sie meine. Was der da alleine macht, will ich gar nicht wissen. So. Jetzt mal gucken. Die haben ja sonst sowieso nichts mehr. Dann kann ich ja sowieso wieder gehen. Dann gehe ich jetzt in die andere. In die andere Tür. Aha, was haben wir denn da? Ich glaube noch nicht ehrlich, dass der Trick funktioniert bei mir. Ihr Ims. So naiv. Den Anzug behalte ich da mal. Gibt für mich keinen Grund, den aufzunehmen, wenn ich nicht in Gift rein muss. So. Ich hätte ja... Na, fuck. Scheiße, das hat nicht so gut geklappt, wie ich jetzt wollte. Ich habe gehofft, dass die Fässer vielleicht irgendeinen von denen treffen, aber das Gegenteil war der Fall. Ich wurde getroffen. Jetzt ist meine Ü100-Party vorbei. Mit Ü100 meine ich natürlich mein Leben. Aber ich denke mal, das wisst ihr schon selber. So, jetzt muss ich mal gucken, was wir hier drinnen haben. Wir haben auf jeden Fall wenig Licht. Na gut, dann werde ich mich jetzt mal draußen umschauen. Ah! Yes, ein Rucksack. Das freut mich doch aber richtig toll, ey. So. Oh, das freut mich auch. Eieiei. Können sich nicht leiden. Ach du Kacke, wo sind der jetzt hin? Ach du Kacke.
Dann warte ich jetzt einfach mal. So, der Crusher hat die Schrotflintentüte für mich erledigt. Das ist richtig schön. Jetzt muss ich mal gucken, wo könnte ich ihn hin? Ich will eigentlich gar nicht in den Teleporter gehen, weil dann bin ich direkt bei dem Kabel. Hä? 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 The fuck? Aha! So, jetzt haben wir ganz kurz gucken. Die waren hier. Sind hierhin gegangen. Haben das hier da hinten aktiviert. Oh! Aber hier bringt es uns nichts zu sein. Aber hier. Ja. Dann ist es doch schön. So. Oha, wir sind eingesperrt. Oh, das tut weh. Das hätte ich vielleicht ein bisschen früher bemerken sollen, aber okay. Oh, scheiße. So, jetzt habe ich wieder richtig, richtig viel Schrotflintenmunition. Das fühlt sich immer so gut an, wenn da eine 100 steht. Und bald bin ich an dem Punkt. Steht da links neben Shells, rechts neben Shells, 100. Dann habe ich so viel Munition und die kann alle, das kann alles im Gegner reinnehmen. Ich weiß jetzt schon, das wird richtig klasse. Aber jetzt will ich erstmal wissen, was das jetzt gemacht hat. Einfach mal zurück und gucken mal eine Weile. Aha. Ach du Kacke. Was bringt es mir jetzt hier zu sein? Eigentlich ja nichts, ne? Oh, aber hier geht's doch weiter. Und hier haben wir auch wieder die... Oder wieder die eine Custom-Textur. Die wir schon mal gesehen haben. Da muss man wieder vorsichtig sein, also. Denn da sind wieder Schrotflintengegner dahinter. Ja, wunderbar, würde ich mal sagen. Sind wir jetzt wieder richtig, richtig gut durchgekommen, wieder richtig schön viel Leben. Dann würde ich mal sagen, sieht man sich im nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao.